Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zurück zu EGS und Quacks dem Bruchpiloten. Nein, Marc. Ah, grüßt euch. Hier, ich habe letztens so einen Film gesehen, fand ich total geil. Das handelt, der Transporter, glaube ich, hieß es, handelt von einem, der umgehen konnte mit dem Gefährt. Also so, der konnte auch Auto fahren. Ja, nee. Also, der hat ein Auto gekriegt und der konnte Auto fahren. Echt? Ja, das passt. Du hast ein Raumschiff und wir sind abgestürzt. Ich bin ja kein Astronaut. Alter. Ich glaube, es ist irgendwas kaputt gegangen. Wir können nicht mehr abheben, weißt du? Ich heb jetzt mal meinen Finger, ET-mäßig, und sag, bring me home. Es kann sein, dass du an den Kontrollen sitzt. Zumindest ich hoffe es, weil... Oh, was ein... Hier, Marc, da flieg doch mal! Oh, und da unten ist der Alien, eigentlich müsste ich was... Oh. Wir sind aber so nah. Scheiß drauf, komm, wir greifen an. Ja, komm. Oh, ich sehe nichts, ich bin im beschissenen Kopf. Ja, wie gesagt, ich hab immer noch... Lehn dich zurück! Hast du noch das Essen dabei? Nö. Oh, okay. Hätte ja sein können. Wolltest du nicht nachtanken, bevor wir abgeschossen wurden? Was? Ich glaube, du wolltest... Wie abgeschossen? Abgestürzt. Ah, wir werden getroffen. Nee. Das wüsste ich. Ah, sehr schön. Du kannst es ja richtig. Ha! Einmal mit Profis arbeiten. Was ist das? Das ist eine Drohne. Geh mal runter. Mhm. Wegen Loot und so. Ich schipp dann gleich. Moment, ich muss mal ein bisschen raus scrollen wegen der Landeleuchte. Okay. So. Oh! Was machst du denn? Ich bin ausgestiegen und wurde. Okay. Anschalten und im richtigen Moment. Ah! Ich hab rechts was runterkommen sehen. Ich kann nur hoffen, dass du noch. Ich hab's geschafft. Alter Schwede, das ist ja nicht normal. Ah, du hast doch Freunde angezogen. Ja. Okay, ich habe alles gut. Ich wurde auf einmal in die Luft katapultiert. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich gelandet bin. Ich habe gesagt, warte. Ich dachte, ich steig schon mal aus, aber irgendwie habe ich einen Schleudersitz erwischt. Wir haben eine Landekufe verloren, glaube ich. Ja, ist auch ein bisschen Panzerung seitlich weg. Okay, ja, das war dann dein Schuld. Ich geh mal was rippen. Ja, stimmt. Bisschen angedellt. Ich war's. Ich repariere mal ein bisschen, soweit möglich. Ja, wenn du Futter brauchst, hier ist diese Akua-Frucht, die... da wo ich stehe. Ja, da wo du stehst. Das ist eine Positionsangabe, die ich gerne höre. Hier, da, vor dir. Die da. Das kleine Schleim. Wir nehmen es noch einer. Permstein Food 50. Ja. Richtung Wasser, da steht noch eine. Kannst du die gerade mal reinpfeffern? Ja, besser als nix. Ich nehme auch gern so, so Dingens. Space Würstchen. Die Würstchen am Spieß, wenn du sie siehst. Es wird hell. So, wie sieht's denn hier aus? Wahnsinn. Ah, mit Licht sieht man auch mal Beschädigungen. Oh doch, hier hat seitlich haben wir ganz schöne Treffer gekriegt. Ja, es kann sein, diese Drohnen haben uns ab und zu mal getroffen. Okay. Ich flieg mal rüber. Ich bin oben an dem Turm. Ich guck mal, ich zerleg schon mal den Chor. Wo ist denn der Turm? Ach, da. Okay. Triceratopse hier. Okay. Tom, der Kurs. Oh ja, eine Landstütze ist weg. Da ist noch eine kleine Frucht. Hier sind ein paar Erze. Inklusive Promethium. Ja, nimm alles, was du kriegen kannst. Ich baue gleich. Hab ich. Einen Elevator ein, dann können wir nach oben gehen. Mhm. Muss nur kurz ein bisschen Frucht sammeln. Mach das. Kann doch nicht sein. Ja,
glaube, die Frucht will eher dich sammeln. So, Witsche am Spieß, die geben auch 50, alles gut. Immer Rinde mit. Immer Rinde mit, genau. So, gucken, dass jetzt keine Drohnen kommen. Weil das ist jetzt nämlich das nächste, ne? Dass dann Drohnen plötzlich angekackt kommen. Ja, natürlich. Da oben bist du, okay. Mhm. Dann baue ich mal Elevatorblöcke ein. Okay. Ah, übrigens, wenn du die hier anschießt, die knocken dir eine, da träumst du von, ja? Da geht dir richtig der Arsch auf Grundeis. Okay. Die machen Mordschaden. Hast du den Loot aus den Dingern genommen? Das habe ich. Sehr ordentlich. So, dann setze ich mal die Elevatorblöcke. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und nach oben. Ja. Ach ja, genau. Mal den. Man muss immer auf Audio gehen, obwohl es ausgestellt ist, dass ich keinen Ton haben möchte. Und erst wenn ich dort in diesem Menü drin bin, dann merkt er es und sagt: Ach, naja, stimmt, du wolltest ja keinen Ton. Und zack, aus. Hm, okay. Das ist auch schon etwas, was nicht so schick ist. Ja. Vor allen Dingen, weil YouTube einen dann sagt: Hier, hör schon mal, das ist hier gar nicht genehmigt, was du da, ne? Und ich meine, ich versuche jetzt schon den Ton abzuschalten, aber es dauert auch einen Moment, bis man es merkt. Ja. Und das ist dann ein bisschen doof. Ich habe natürlich gerade wieder mal vergessen, die Zeit, das ist ja klar. Ah ja, das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Nee, ja. Bei YouTube ist da wirklich ein bisschen eigen. Ja, das ist ja jetzt auf der Seite von den Entwicklern steht ja auch hier, schaltet es einfach aus, okay. Hätte ich ja auch gerne. Ja. Aber... Ja, er merkt sich das anscheinend im Menü noch nicht so richtig. Ja, das, da muss man vielleicht noch beim nächsten Update dann nochmal was nachschieben. Ja. Ist ja nicht schlimm, einfach nur, dass man weiß, hier, da müssen wir auch nochmal gucken, wo es da hakt. Warum macht er das nicht so, wie es soll? So. Nur, dass man es auf der Agenda hat. Genau. Schön abtragen den Mist. Und die Elevatorblöcke einsetzen, hervorragend. Ich habe das Gefühl, da kommt noch mal eine Drohne. Ja, ich habe es auch irgendwie. Spürst du Morin irgendwie, so, ne? So, ja, zack, 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 ja, ja. Ruckzuck ist sie da. So, ich bin jetzt ganz oben. Genieß gerade mal so ein bisschen. Ah, ich baue erstmal ab und dann schaue ich um. Dann sehe ich nämlich mehr. Kann natürlich sein, dass Drohnen angelockt werden. Das wäre natürlich super. Ja, aber das Problem ist, ich sehe sie auch von Weitem nicht kommen irgendwie. Auf einmal, da hinten ist noch ein Turm, ne? Aha, ja. Ja, die sind manchmal schwer zu sehen, weil die auch teilweise bodennah fliegen und über die Hügel sich nähern. So. Mal umgucken. Ich sehe... Erste Mal... Da ist nichts zu sehen, ne? Nix. Das ist ein Direktpunkt auf dem Bildschirm, also keine Gefahr. Gott. Mal Bildschirm putzen. Um Gottes Willen. Okay. Schön abbauen den Mist. Dann kann man nämlich erstmal die Türme hier beseitigen. Besonders wenn das so popelige Einsatztürme sind. Also das war jetzt. Na gut, wir müssen unser Schiff ja auch erstmal wieder reparieren. Ja. Sprich ins Trockendock. Boah. Ah, nicht runterfallen. Nee, das war jetzt echt blöd.
So, wunderbar. Ich schiel da schon rüber zu diesem Turm irgendwie. Ja, den kaufen wir uns auch noch. Ja, endlich, endlich mal Tag. Essensmäßig geht's auch. Nimmst du dir eigentlich immer, du fragst nie nach Essen. Hast du da immer dabei? Hast du ein Pausenbrot mit oder wie geht das? Ich teile mich halt ein. Meine, ich esse daheim. Oh ja. Ach, echt Angeber. Ich habe daheim was gegessen und zwischendurch so eine Wurst gefunden. Ja. Und damit ging es mir eigentlich wunderbar. Muss halt am Zimmer Brotzeit machen. Ja, oder mitten in der Luft aussteigen. Das war ja auch so. Der Schleuer sitzt. Ich stehe da und denke, hä? Ja, warum steigt denn jetzt aus? Wir sind doch so richtig hoch. Was? Du hast das Jetpack angemacht, oder? Sonst hättest du es nicht überlebt. Ja, ich habe es dann im Flug angemacht oder vielmehr im Freiflug angemacht. Dann so, ja, kurz vor Boden Space gedrückt und hat dann den Sturz zum Glück halbwegs abgefedert. Den Froster. Aber ja, das ging erstmal vertikal nach oben, so für 50 Meter. Das war interessant. Scheiße. Ja. Das ist ja echt übel. Ich fühle mich irgendwie so beobachtet. Wer? Er hat immer das Gefühl, jetzt kommt irgendwo eine Drohne angeflogen. Ja. Aber ich sehe jetzt auch irgendwie keine. Nee, das ist alles noch ruhig. Das ist immer noch ganz schön hoch. Wahnsinn. Mhm. Wie weit ist denn das Ding weg von hier aus? Boah, da habe ich gar keine Anzeige für. Zu weit. Ja. Da, 300. Bis 500 geht diese Anzeige. Okay. Jawohl. Nee. Schade, es hätte ja sein können, dass man sozusagen da eine Komplettanzeige kriegt. Ja, die Frage ist nur, wie, wenn man das auf dem Feuerplaneten macht, also das ist ja alles voller Lava da auch, ne, mit der Basis. Da überlege ich gerade, wie will man das denn bewerkstelligen? Ja, gut. Problem ist dann natürlich, dann kriegst du da keine... Da ist ja auch übles Zeug unterwegs, ja. Ne? So, die hauen dir da Parasiten um die Ohren und all so ein Kram, ja, das ja, ist das schon ist, bäh. Da ist es echt übles Zeug. Da kriegst du ja auch kein Wasser. Das ist das Problem, damit keinen Sauerstoff. Ja, auf dem Wüstenplaneten oder auf dem Eisplaneten, da hast du ja wenigstens noch Wasserstellen. Ja. Kannst den Sauerstoff noch herstellen. Ah, mir sind die Drill Charges ausgegangen. Ich hab noch welche. Okay. Drill Charges? Du meinst vom Repair Tool? Ja. Eigentlich doch. Schön fleißig abbauen. Das meiste vom Turm, denke ich, ist schon weg. Ja, ja. Jetzt geht es auch relativ zügig nach unten. Ah, ist doch noch fast dieses Gehilfe, was steht. Aber Ton kam jetzt keine mehr. Ich hab mal gerade geschaut, aber ist jetzt weit und breit nichts zu sehen. Ich dann hätte ich gesagt, wir wären jetzt gleich als nächstes Richtung Basis geflogen. Ja. Ja, müssen wir vor allem mal den Loot loswerden jetzt. Ja, und reparieren, ne? Warum kriegen wir jetzt. Ich hab einen Kupfer gefunden anscheinend. Echt? Waren wir hier in der Gegend noch nicht ausgiebig unterwegs? Anscheinend noch mit. Wo stehst du denn, dass du Kupfer gesehen hast? Ich bin hast? Da hoch auf den Hügel gelaufen. Ach, da oben. Okay.
Okay. Ja, ich wollte mal gucken, ob man hier irgendwas sieht. Wenn du willst, kannst du ja auch mal das Schiff nehmen und da mal kurz lang fliegen. Traust du mir das zu, ja? Ach Gott, der Tank ist voll, was soll noch schief gehen? Ich weiß nicht. Eine Tankanzeige. Eigentlich hat das Ding eine Tankanzeige, oder? Ja, man muss halt nur mal drauf achten. Musst du nur drauf gucken, genau. Da ist halt die klassische Tankanzeige gewohnt, gell? Ja, sicher eben. So. Das war eine Schrecksekunde, als das Ding. Denk jetzt könnt ihr mal, ne? Ist ein netter Gag, aber jetzt muss er eine nette Kiste mal anwerfen. Könnt ihr mal, ja. Dann habe ich in Panik selbst angedrückt und gemerkt, oh, es geht nichts mehr. Nein, ja. Wir stürzen ab. Dann habe ich nur noch. Ich kam aber auch nicht auf den Gedanken auszusteigen. Aber ich glaube, es wäre auch nicht gegangen. Wir wären doch in Bewegung gewesen. Ja, es hätte nicht viel gebracht. Oh, dann sitzt du da drin und kannst nur noch beten, ja. Ich habe echt nur. Dass du da aufprall überlebst. Ja, gehofft, dass nichts explodiert oder so. Genau. Aber das spricht ja auch ein bisschen was fürs Schiff. Gut, wir haben eine Landekufe eingebüßt, habe ich gesehen. Aber, das ist ja aber sonst sind wir eigentlich gut weggekommen aus der Kiste. Blechschäden hauptsächlich. Ja, das kann man alles wieder reparieren. Den Kram dafür bauen wir gerade ab. Ja, ich bin froh, dass es alle anderen Bauteile anscheinend. Also es ist auch relativ stark konstruiert, muss ich sagen. Da gab es auch schon Lob für. Da haben schon ein paar sozusagen gesagt, hier, das ist eine geile Kiste. Ja, das ist sehr geil überlegt. Ich habe natürlich auch schon größere Schiffe gesehen, die auch begehbar waren. Das ist halt die Frage, wie sinnvoll ist das? Weil letztendlich kannst du zwar in diesem Riesenschiff drin rumlaufen, bist aber eigentlich ein Kugelfang. Das stimmt, ja. Ist das hier vorne... Und nachher beim Rausfliegen bist du dann doch in irgendeiner Passagierbox wieder. Ja, zwangsläufig. War da auch so gewesen. Okay. Das heißt, es sah zwar riesig aus, aber das Landen ist dann natürlich ein Riesen-Act. Ja. Ich meine, da wird es natürlich auch vom Energieverbrauch entsprechen. Och, frag nicht nach Sonnenschein, ja. Richtig übel. So. Fundamentblatt steht, das war's. Wunderbar. Haben wir den Kram eingepackt. Wunderbar. Haben wir richtig schön Beute gemacht. Ja, aber hallo. Natürlich wieder prompt Nacht. Ja, natürlich. Hätte ich gesagt, lass uns heimfliegen, oder? Ja, würde ich auch sagen. So, ich komme. Ich bin eingestiegen. Ich sitze vorne. Du sitzt vorne, okay. Wer macht? Du musst wohl. Ich muss wohl. Genau, immer der letzte. Mal gerade stellen, dirigier mich mal bitte. Mach mal hier einen auf Navi. Okay. Ja. Nein. Ja, nein. Moment, ich muss erst gucken. Okay, da. Doch, aber. Flieg mal geradeaus. Flieg mal geradeaus. Oder? Yes, I will. Nein. Vergiss es, was ich gesagt habe. Nein, ich vergesse doch, es. Doch, weiter in die Richtung. Gut. Hast du eine ADAC-Karte oder geht's so? Ja. Flieg geradeaus. Ja, nein, doch, irgendwann richtig. Ja, doch. Nein, ich meine, Perfekt. Perfekt, höre ich gerne. Perfekt ist mein zweitliebstes Wort. Was ist dein liebstes? Gott. Du kannst mich, aber. Kannst mich aber Astrak nennen. Ins Wasser geschossen. Yeah. Kommt eine Fontäne hoch? Was hast du nicht geachtet? Nein, es explodiert auf dem Wasser. Okay. Tötet das Wasser. Mhm. Ja, genau. Wunderbar. Die Richtung stimmt, ja? Ja, genau. Alien Tower V1? Ah, das sind die Überreste, okay. Das ist genau. Dann ist hinter dem Hügel theoretisch so... Ja. Mehr rechts. Auge. Mehr rechts. Rechts. Jawohl. Rechts. Oh, Basisanzeige. Sehr schön. Habe ich doch fein gemacht. Ja. Ja, wir sind ein Stolz auf dich. Ach, wunderbar, danke. I'm so proud of you. So.
Sorry. Du Scheiße. Was ist das denn? Wo wir doch gerade bei den Pilotenqualitäten waren. Das Schiff erstmal wieder gerade stellen. Oh Mann. Ich glaube, da ist ein bisschen Lack abgegangen. Das war eine Scheiße. Was ist da denn passiert? Oh mein Gott. So ein interessantes Landemanöver, muss ich sagen. Ah, ich lande jetzt mal auf dem Dach. So. Wann der war. Plonk. Eigentlich wollte ich runtergehen, aber es ist so geht's auch einfach abgeschaltet. Wir sind ja da. Ah, die Landekufe. Oh mein Gott. Ich glaube, hier drüben fehlt auch irgendwie ein Stück. Ja, Kuhle, das wird ja natürlich hier an der Ecke nicht besser ohne Landekufe. Ja. Aber da fehlen ein paar Stücke. Ja, ja. Das ist klar, das geht dann natürlich jetzt. Ja. Ja gut, da haben wir ja, glaube ich, auch ein paar Treffer abbekommen irgendwo her. Ja, ja, ja. Irgendwo hat es dann Aua gemacht. Ja, ich lade erstmal meine Beute ab unten, damit ich das Inventar frei kriege. Boah, dass der Turm schon wieder anfängt. Mäp, mäp, weißt du? Jetzt schon ein bisschen nervös, beide. Ja, ja, da wird man so ein bisschen aggro. Ne? Ja. Denkst du ja, was macht der gerade? Ja, zieht er auf mich? Was ist das hier? Ha? Ist das hier Judgment Day? Ha? Hat hier Skynet irgendwie die Kontrolle genommen? Ach, das ist der Generator. Hör hier. Was ist denn hier los? So, dann laden wir mal den Loot ab. Ist ja gar nicht so viel. Ach, das ist. Ich hab jetzt mal alles hier drüben reingeschmissen. Was ist das denn? Alien Plasma, okay. Ich wandle schon mal die Erze um, die ich erbeutet habe. Alien Plasma. 2 Remove Charge, okay. Flatten Tool, das habe ich auch noch dabei. Mal war es nicht für was es gut ist. Irgendwann brach es. Ja, eben. Irgendwann. Metal Piece. Metal Pieces. Iron Ingot. Uns fehlt Eisen. Mhm. Ja, ich mach hier drüben. Hier drüben sind noch ein paar Iron Ingots. 50 Stück haben wir hier. Mhm. In dem anderen. Neodymium. Wo ist Neodymium? Da. Und noch Magnesium. Hast du da Eisenplatten drin? Ja, ne? Ja. Gut. Dann 600. Alles klar. Und dann stellen wir noch Magnesium her. Munition habe ich noch. Mir fehlt nur das Repair Tool. Und ich habe nur noch 11 Elevator Flöcke. Die könnte ich doch mal nachbauen. Elevatorblöcke, 20 Stück. Müsste theoretisch funktionieren. Erstmal was essen. Steak. Steak wird angesagt. Lecker Steak. Und ein bisschen vegetarische Dose. Wir haben gern. Nehme ich mir noch einen Pumpkin und mach mir da was Leckeres draus. Mach das. So. Ja. Fine. Well done. Und dann muffle ich gerade noch hier so ein bisschen Frucht. Mhm. Knack die Nüsse. Hört sich an wie Nüsse knacken. So. Silikon kann man noch machen und noch ein bisschen Magnesium. Okay. Hier laufen die Elevatorblöcke auf Hochkonjunktur. Das ist super. Jetzt habe ich wieder 30. Also eine Landestütze ist kaputt gegangen. Bam. Ja. Und dann sind natürlich Blöcke fehlen uns und Schrägen sind zerschossen worden. Was ist das hier? Kupfer, okay. Ah ja, die Landestütze. Mhm. Oh. Okay. Okay. Ja, Iron Ingots fehlen.
Guck mal in dem anderen Sinn da und müssten. In dem da sind auch nichts. Doch, da habe ich gerade eben reingelegt. Ach so, okay. Mit 63 unten, genau. So. Die habe ich. So, ich würde gerne ausbessern. Kannst du das Schiff mal kurz anlupfen, dann setze ich eine Landestütze dran. Ich schlupfe. Lupf-O-Mat. Ein bisschen gerade stellen, noch ein klein bisschen höher. Okay. Oh, das muss ich erst reparieren. Da fehlt auch ein bisschen was. Ja, ja, so. Stimmt die denn so? Ja, die jo. Stimmt. Die ist... Da, ja. Ja. Yay. Okay. Warte mal. Einmal. Mhm. Und da ist eine Schräge hoch. So. Das sieht so ganz gut aus. Okay, kannst du wieder landen? Eieiei. Da, da und da. Ach, ich schreibe mich erstmal da von meinem. Brauchen wir auch neue Scheibenwischer oder ist das. Ja, komm, aber so viel ist gar nicht. Nee, irgendwie... das hält's gut aus. Ja. Also ich muss auch sagen, das. Oh, ist leer. Hier tun wir. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch hier. Die Cargo-Box, genau. Meh. Das und ein paar Energiepacks. Sauerstoffbottle. So, mal schinken. Sauerstoff ist aufgefüllt. Den Cargo-Box. So, Energie. Haben wir drei Leben verbraucht, sag ich mal. Oh, das ist leer. Das ist leer gesaugt, ne? Oh, mein lieber Mann. Übel. Ja. Okay. Dann brauchen wir fünfmal. So, ich wäre wieder bereit für Schandtaten. Ja, warte mal, ich koche gerade noch ein klein bisschen Eintopf. Okay, während du Eintopf kochst, setze ich nochmal hier das. Ach du Scheiße, ist das am Arsch. Ich repariere erstmal so ein bisschen. Das Ding hat's echt gut zerlegt. Richtig Bauteile zerstört, du. Ja, ich glaube, ordentlich bin ich damit geflogen. Ne? Fehlt auch, da fehlen Brocken, ne? Das ist schon richtig übel. Also stehen bleiben darf man mit der Kiste nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich bin noch gar nicht großartig stehen geblieben, aber die ist halt auch einfach langsamer und weniger beweglich als so ein Flieger. Ja, ja. Du fängst ja unweigerlich damit ein paar Treffer ein. Ist halt die Frage, ob man nicht lieber dann vorne noch zwei MGs dran macht, so sozusagen so ein bisschen zur Selbstverteidigung und der Turm sorgt dafür, dass einem die Drohnen nicht überraschen. Mhm. Und dann, also mit Türmen brauchen wir uns da nicht nochmal einlassen. Da ist der Flieger dann schon sehr, sehr geeignet. Aber das Ding in keinem Fall. Oh Gott, hat's das zerlegt. Ja. Mann, oh Mann. Übel. Da, okay. Der Turm selbst hat auch was abgekriegt. Thank you.
Oh, ist hier ein Loch drin. Alter Schwede, wieso ist denn da hier so ein Loch drin? Hm. Ist da irgendwas um die Ohren geflogen? Die Pets sind noch da. Schwer zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt ein Bauteil drin hatte. Ja. Ich meine, solange nichts explodiert. Eine Düse habe ich hier drin, ein Direction Thruster. Unten drin, sozusagen. Okay. Den hatte ich mal eingebaut, so als... Aber ich glaube, da könnten wir vielleicht noch einen zweiten einsetzen. Dass man jetzt so ganz hilflos da rumeiert. Ja, ich wäre auch wieder soweit. Okay. Geladen. So. Also ich habe 5 Remove und Repair Tools. Oh, gut, hier. Ja. Gerd, ist mal ein Einband. Ja, das war schön, dass du das sagst. Metal Pieces. Ich habe nämlich 0. Ja, ich baue mal welche. Mhm. So, ich gebe gerade welche in Auftrag. Super. Damit das in Ordnung geht. Jetzt muss ich nur kurz die Waffen checken. 25 Schuss passt. 6 Schuss hat die Sniper, 2, okay. Die andere hatte nämlich, glaube ich, nur 5 oder so. Die normale. Also ich finde das Lasergewehr nicht so schlecht. Du hast die dicke Mucke. Ja. Wollen wir mal tauschen? Willst du mal das Lasergewehr kennenlernen? Ja, klar. Dann gebe ich dir erstmal die Munition dafür. Drop einmal und Waffe drop 2-mal. Mhm. Dann gebe ich dir mal die Gatling. Mhm. Wirf mir Minigun. Ach, geil. Und die Muni dazu. Sehr gerne. So. Das ist schon so ein bisschen dicke Hose, ne? Ja. Nett. Oh. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau in der Basis, das Ding abzufeuern. Sorry. Hau drauf. So, 8,3 mm ist das. Wie viel habe ich denn da? Ja, okay. Denn hier für ein Large Medikit? Aloe Vera 3 Stück. Haben wir keine mehr. Ich habe 2 Large Medikits dabei. Ich habe nämlich das, was wir Aloe Vera hatten, habe ich verwertet. Okay, ich glaube, da müssen wir noch einmal Aloe Vera herstellen. Können wir mal ein paar. Brauchen wir Aloe Vera selbst? Haben wir keine mehr. Okay, wenn die nächste Ladung gewachsen ist, können wir noch mal ein paar anpflanzen. Ja, gut. Okay. Dann hast du deine Repair Tools? Ja, Moment, ich würde noch ein paar mehr mitnehmen. 8 Stück habe ich. Okay. Ich würde mal gerade das mal ein paar fertig. Ich habe 11 dabei. Okay. Und 13 Drill Charges. Das ist so gar nicht mal verkehrt. Soll ich jetzt noch eine Dose Essen mitnehmen? Nee, ist übertrieben, oder? Hast du Essen dabei? Nein. Okay. Na, ja, willst du eine Frucht, hä? Suchst du eine Frucht? Da hinten wackelt es noch. Ganz hinten. Das ist halt ein Pfirsich. Da hinten wackelt es noch. Da ist noch eine Frucht. Ah. Frucht! Hab ich sie? Ja, ich hab sie. Okay. Nee, ich bin soweit. Okay. Zack, 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 zack. Lauf, Forest! Natürlich ist es wieder dunkel. Ja. Haben wir jetzt alles wieder eingebaut? Ja, ne? Müsste. So, wo sitzt du? Vorne hin? Vorne, ja. Vorne. Das heißt, ich fliege, oder was? Stimmt. So, ich guck gerade mal auf die Karte. Da noch irgendwo was? Ich sehe gar nichts. Wir kamen doch von hier, ne? Das sieht ganz gut aus, ja. Da hinten steht noch ein Turm. Ja.
Das scheint. Wollen wir den per Flugzeug oder wollen wir den zu Fuß erkämpfen? Na, gucken wir mal, was das für einer ist. Dann können wir ja mal in das der Nähe landen. Das ist ein Dreierturm. Ist das... Okay, das kann der sein, den wir schon mal hatten. Nein, den hatte ich abgebaut. Echt? Ja, okay, dann würde ich sagen... Ich mach mal einen Vorbeiflug und wir gucken, ob sie auf uns schießen. Und wenn er noch aktiv ist, dann kann der unserem Schiff vielleicht sehr gefährlich werden. Dann sollten wir dem vielleicht zu Fuß auf die Pelle rücken. Ja, er schießt. Okay, gut, dann. Oh. Ende der Karte. Ich weiß nicht, ob die Position jetzt hier die tollste ist, um anzugreifen. Naja, dann haben wir halt wenig Auswahl. Hier am... Ja, genau, da lang. Oh, Corn Dogs. Ich nehme mir einen. Willst du auch einen? Wo bist du denn gerade? Hier oben bei den Corn Dogs. Oh. Machen wir die Lampe an. Hier, sehr da. Schön. Da, Corn Dogs. Ich leuchte mal an. Ja, ich habe einen. Hinter dir war noch einer. Gehen wir am besten hier an der Grenze der Karte entlang. Mhm. Einfach hier über den Hügel vielleicht. Was ist das? Das ist ein Stein, okay. Irgendwie so Deckung hier haben wir gar nicht. Nee, null. Das heißt, wir greifen über offene Fläche an, das wäre aber auch da lustig. Da hinten ist noch ein Turm. Ja. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Du hast eine relativ große Reichweite. Ja, ich habe das... Du hast ein 300er, ich habe ein 250er. Ich muss näher ran. Mhm. Ja. Okay, ich schleich mich mal ran. Und mal gucken. Ich guck mal, ob ich da was treffe. So, ich wäre jetzt in Reichweite. Okay, ein Geschütz ist weg. Das sieht doch gut aus. Das zweite ist weg. Ich mach noch die auf dem Dachblatt. Dann könnte man sich eventuell... Ja, ich sehe es. Es geht los. Ui. Okay. Sehr gut. So, ich bin vorne dran. Ich komme nach. So, ich gehe jetzt erstmal durchatmen. Und mal ein Medkit schraube ich mir rein. Mach das. Okay. Und dann nehmen wir mal. Ah, da ist er ja. Guten Tag. Jetzt können wir natürlich andere Kisten nehmen. Ah! Okay, super, danke. Direkt vor der Nase, das blöde Ding. So, warte mal, vielleicht ups, ist hier unten der Chor. Guten Tag. Ups. Kaputt. Very nice.
Ja, dann bauen wir mal schön die Tanks ab. Die sind nämlich leer. Bam. Boah, hier sind nur Waffen drin. Nur Waffen. Hm. Assault, Sniper, Krempel. Hier drüben ist Mist drin. Hier ist ein bisschen. In dem ist mehr Mist. Nix Grandioses. Wenigstens ist hier ein Aufzug. Okay. Na naja, gut, die Kisten waren relativ enttäuschend jetzt. Ja. Ich baue mal den Generator ab hier. Das ist mir so. Ja, auf jeden Fall. Wenigstens der Krempel gibt gut Ressourcen. Schön, da brauche ich gar keine Aufzug-Elemente hier verheizen. Also praktisch, ne? Ja, total. Und das ist Sonnenaufgang. Yeah, yippie-yay. Hey, man sieht was. Während aber du da oben los früher oder später müssen wir uns jetzt mit Eisenabbau beschäftigen. Ja, ich fürchte auch. Das wird jetzt, glaube ich, die nächste Ansammlung sein. Ja. Ich, ich hole mal das Schiff ran. Ja. Starhammer, ach ja, der ist ja da hinten. Mhm. Ja, weit abwärts, abseits geparkt. Ich denke mir, das war jetzt die sichere Variante, da zu Fuß ranzugehen. Ja, ja. Bevor man da jetzt von den Dingern die Breitseite kassiert hätten. Macht ja auch ein bisschen mehr Fun, sich sozusagen einzubringen. Ja, klar. Natürlich eine feine Sache wäre, das wäre ein Geschützturm für kleine Raumschiffe. Für die Hover oder was? Nee, hier für so, für ein, ach so, für ein kleines Raumschiff. So ein Geschützturm, den man bemannen könnte. Hm. Das ist so allein ja, Millennium ja, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen zu viel ja, die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Ja, also man muss ja auch mal so ein bisschen vielleicht die Kirche im Dorf lassen, sag ich mal. Also was bestimmt nicht verkehrt ist, wenn man hier erstmal die Türme beseitigt. Und falls es einen Respawn gibt, fühlt man sich einfach ein bisschen sicherer. Ne? Lässt man dann doch die... Ich finde, dass das hier keine Drohnen in der Nähe waren. Die kommt vielleicht noch. Ja, ich habe es auch so ein bisschen im Gefühl. Also ich will es jetzt nicht beschreien, nachdem wir da solche Erfahrungen gemacht haben. Durchaus sein, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ja, ich rechne auch damit, dass noch was kommt. So. Aber es ist schon mal gut, dass das Schiff jetzt hier in der Nähe ist. Ja. Na, wenn eine antrabt, oh, ist es schon wieder hoch. Gipfelstürme, ne? Ja. Ich komme mal auch nach oben. Leucht! Okay. Oh, ich hab noch den Sprung an. Naja, vielleicht lockt die das ja auch tatsächlich an. Ja, wer weiß. Sehr schön. Alles abbauen. Reißt die Hütte ab. Reißt die Bude nieder. Das erinnert mich an diesen Chili-Contest. Weißt du, welchen ich meine? Ja, ich glaube. Was ist das da unten? Oh, Geschützturm. Mein Gott, ich habe das coole Licht gesehen. Dachte, das ist eine Drohne. Ich habe schon Luft geholt, um Luft zu flärmen. Ja? Immer angenehm durch die Hose. Oh, mein Gott. Ich habe schon neben Luft gezogen. Nur. Scheiße. Oh, schön Schreck eingejagt. Ja, der Chili-Contest. Mit diesem, was war das, ein Texaner oder so, den sie gebeten haben, bei der Jury auszuhelfen, weil ihnen ein Mexikaner ausgegangen ist. Am geilsten fand ich die Namen von den Chili-Dingern. Also die erste Milde probiert, dann ist er fast gestorben. Wie war das? Reißt die Hütte nieder, Chili. Das andere war Black Mamba. Ja.
Sau geil war auch legaler Lippenentferner. Ja, schön, ja. Und mit jedem Chili wird es halt schlimmer, er ist immer mehr eingegangen. Und alle haben sich gewundert, ja. Sehr nett, ja. Das war geil. Eine DIN A4 Seite, ich habe nachher echt Tränen gelacht. Ich war völlig fertig, ja. Es war so ein geiler Contest, ey. Ja, ist auch einfach so ein bisschen befreiend, so andere Leute leiden zu sehen. Vor allen Dingen freiwillig, ja. Reiß die Hütte nieder, Chili, war auch eins von den Chili-Dingern, die da getestet wurden. Reiß die Hütte nieder, Chili, so geil. Weißt du, die ganzen, die zwei Mexikaner aus der Chili, weißt du, so, ja, herzhaft und kräftig im Abgang und der andere hatte Atemnot bekommen, wusste nicht mehr, ob der Kreislauf noch funktioniert oder nicht, war heiß und kalt, ja, hat noch dran überlegt, sich den Magen rausoperieren zu lassen, damit, das war echt so geil. Das war der Hammer. Das ist so cool. Unglaublich. Hier, da ist ja ganz schön viel Zeug auf dem Turm, gell? Das ist unglaublich. Schade, dass man für die Waffensysteme nichts kriegt. Ja, das wäre natürlich lecker. Was ich aber gemerkt habe, wenn du zum Beispiel so ein großes Wrack mal findest, auf dem Mond gibt es wohl eins? Oder gab's? Ich war, ehrlich gesagt, solange ich dieses Spiel jetzt schon spiele, ich war noch nie auf dem Mond. Nicht im Einzelspiel, nicht mit dir, nicht so, bei keinem Let's Play, nix, null. Alter, müssen wir das mal nachholen. Ich war noch nie auf dem Mond. Ich Omikron, weiß. Ja, der hier, klar, wir haben ja hier zusammen gestartet. Oh, kurz muss ich aber auch durchatmen hier bei dem grünen Licht. Ich reiß mich jetzt mal. Ja, gell? Das ist, oh. Auf einmal, ne? Ja. Holla! Wo sind denn eigentlich, oder ist das eine Station Tiefe? Ist das hier eine, wo sind die Loot-Container? Die sind unter uns, gell? Ganz unten. Oh, wir sind auf halber Höhe. Ach scheiße, hier geht's ja noch richtig runter. Ja, das ist nur Balkon sozusagen. Oh, okay. Donnerwetter. Ja, nee, auf dem Mond war ich noch gar nicht. Ja, wie gesagt, also ich weiß zumindest in dem normalen, vorgenerierten Spiel, ist es so, da ist halt ein relativ großes Wrack. Und da sind eben aber auch noch Bauteile drin. Ah, cool. Also zum Beispiel Thruster oder sonst was. Ach komm, echt so richtig geiler Shit. Ja, ja, und da kriegt man richtig gut Ressourcen raus. Cool. Na ja, gut. Muss mal gucken, ob es jetzt hier in dem Spiel auch da ist, weil da ist ja Zufallsgenerator. Ist ja alles jetzt. Zufall, genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch viel Kritik zu dem Spiel gehört. Ich bin gar nicht so die große Kritikkeule. Es gibt ja Leute, die haten einfach nur, weil sie dann was zu melden haben. Aber ja, das ist gar nicht so mein Ding. Ne? Also ich muss sagen, ich finde es so toll. Ich war unglaublich überrascht, wie viel schon ging als für eine Pre-Alpha. Dass man den Planeten verlassen konnte, fand ich schon den Hammer. Ja? Also da war ich eigentlich... Ich weiß nicht, also man muss, also ich würde nicht sagen, man kann mich leicht zufriedenstellen, aber da war ich richtig, richtig angenehm überrascht. Ja, ne, man muss auch sagen, also gerade bei... Die Qualität der Pre-Alphas hat zugenommen. Ja, nein, wenn man das nicht unbedingt überall, also ich muss auch sagen, gerade was so Early-Access-Spiele angeht, da gibt es halt schon, also gerade jetzt im Vergleich auch zu dem Spiel, die einfach grottig sind, ja, wo man dann sagen muss, warum wurde das jetzt zur Alpha praktisch oder zum Early-Access freigegeben? Gut, warum, weiß man. Ja gut, ich meine, was heißt denn Alpha? Da muss man auch mal vielleicht mal drüber nachdenken, was es im Endeffekt bedeutet. Das heißt ja, es ist angedacht, aber es funktioniert noch nicht. Oder du siehst einen Knopf und der hat noch keine Bedeutung, aber da soll mal was draus werden. Ja, so Pre-Alpha, das ist ja so, naja, es ist angedacht. Ja. Und dafür ist das, also ich habe ehrlich gesagt schon manche Spiele gesehen, die du kaufen konntest für richtig teuer Geld. Ich sag mal, Bananenversion, ja, reifte dann beim Kunden. Da ging ja nicht viel, ne? Da, also, ja, das, es gibt Alphas, die sind fertiger als so manche große Titel. Ja, das muss man sagen. Ich würde auch schon sagen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist halt auch mal so. Muss man auch mal sagen. Nee, das muss man vielleicht sagen, das ist schon relativ weit fortgeschritten hier. Unbedingt. Nochmal gucken. Abgesehen von ein paar Bugs, die halt immer wieder mal auftauchen, läuft es auch ziemlich stabil. Es wird ja, vor allen Dingen, es wird schön dran gearbeitet. Ja. Da ist kein Stillstand oder man hat nicht aufgehört, sondern hier geht's weiter. Und wie gesagt, ich sehe hier ein immenses Potenzial. Ja, ich denke auch. Das ist ja das, was unheimlich reizvoll ist. Genau. Also wenn hier wirklich Sonnensysteme entstehen sollen und sozusagen, träum, Galaxien oder so, ja, das wäre der Hammer, ja. Ja. Da ist halt natürlich, irgendwann kommt natürlich die Frage aller Fragen, wo
Uah! Geht's? Abgestürzt. Okay. die Fragen, alle Fragen, wie sieht's mit der Langzeitmotivation aus? Ja, sprich, genau. Das ist ja dann so die Gegnerfrage. Ne? Ja. Ja, das ist bei den meisten Survival-Spielen immer so ein Knackpunkt. Was passiert dann, wenn, sag ich mal, die unmittelbaren Bedürfnisse gedeckt sind? Richtig. Am Anfang baust du dich auf, da ist ja alles noch tolle neu, aber irgendwann hast du halt dein Raumschiff, dein Schnitzel mit Pommes, ja, und dann ist natürlich die Frage, und jetzt? Genau. Da müssen halt dann Aufgaben und Motivation und vor allen Dingen Herausforderungen halt hinterherkommen, ja. Ja. Ich sag nur Drohnen respawn. Genau, ich sag nur Drogen. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du mir jetzt da irgendwie. Man sorgt auch für Motivation in gewisser Weise. Meine Droge heißt Kaffee. Allerdings in den Mengen, die ich die trinke, das ist die Wirkung nur noch peripher. Ja. Man vermeidet eigentlich nur noch die Entzugserscheinung. Wahnsinn. Sind das Ding hier am Abrocken. Ja gut, also Metallplatten haben wir dann erstmal einen ordentlichen Vorrat, würde ich sagen. Ja, es ist super. Ja, es ist, weißt du, wenn du den Kram stehen lässt und nur die Container lootest, weißt du nachher nicht mehr, wo war ich nicht. Mhm. Und das sind für mich einfach Ressourcen. Es wäre eine Schande, die einfach liegen zu lassen. Ja, du verwendest. Respektive, ich brauch sie doch jetzt. Genau. Nachher, wenn ich voll bin, wenn wir riesen Gebäude da stehen haben und einen riesen Fuhrpark und Kram, da brauche ich die auch nicht mehr abbauen, dann ist rum. Ja. Ja, man spart halt auch Unmengen an Eisen. Ja. Eben. Muss ja Metallplatten draus machen. Ja. Ich baue mal kurz. Tschüssi! Ja, ich wollte hier unten gerade die Lampen abbauen. Das ist der. Das ist so geplant. Oh, das geht echt noch ganz schön runter. Ja, das ist ein ordentlicher Klotz, das Ding. Lieber Mann. Da muss ich mal gucken. Ja. Gibt gut Metallplatten. Sehr schön. Omikron auf dem Wüstenplaneten hatten wir ja das Alien-Schiff abgebaut. Mhm. Das gab ja auch Fettkrempel. Ja, ja. Das macht sich schon bezahlt, sowas. Da ein bisschen. Ich mach mal hier so eine Space Rust ein. Oh ja, Essen. Ja, genau. Ab und zu den Mampf nicht vergessen. Und das Medipack kann weg. Nächste Frucht. Wow, und noch ein Space Dog. Und noch eine. So, jetzt sind wir wieder fresh. Also ich bin ganz froh, wenn die Türme tatsächlich alle weg sind. Wenn wir sie besiegt haben, wenn wir sie abgebaut haben, reduziert haben, wenn du dann in Ruhe mit deinem Hover hier irgendwo lang chippern kannst oder mit dem Flieger und nicht plötzlich, weil die schießen richtig gut. Und das finde ich auch spitzenmäßig. Da nochmal mein Kompliment an die Programmierer. Vielen Dank dafür, dass es nicht so luschenhaft ist, dass die Türme auch ein bisschen vorhalten, dass es nicht so ganz easy ist. Ja, dürfte ruhig noch ein bisschen mehr anziehen. Ich weiß, da kriegt man wieder einen Schreck, wenn man das hört. Oh, der Astrak wieder, dem kann es nicht schwer genug sein. Naja, ja, Gott, es darf doch auch anspruchsvoll sein. Easy will man doch nicht spielen irgendwo. Ja. Und solange man sich sozusagen 1000 Waffen ans Schiff dran bauen kann, dann darf auch die Gegenseite ruhig ein bisschen Potenzial bieten. Genau. Ja gut, darf man nicht vergessen, das wird sich auch ändern, ja. Ja, eben. Ist ja alles Pre-Alpha. Ja. Das ist ja auch Jammern hier auf ganz hohem Niveau. Ja, wobei, ist ja auch noch nicht mal unbedingt gejammert. Das sind ja so Ideen und Wünsche, die man sozusagen vor sich her blaht. Klar. Wie gesagt, man muss zufrieden sein mit dem, was kommt.
Ich war mal in deiner Abwesenheit ja nach oben geflogen. Mhm. Mit der Idee, die Space Drone haben wir ja sozusagen ausgeschaltet und deswegen nimmt mir die kleine Hudel und probiert's. Ja. Ja. Ging ja bis jetzt gut. Ja, sag klar. Ich mal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die respawnen, ich hoffe es natürlich. Ja, schön. Aber wahrscheinlich respawnen die nicht so schnell oder dann halt eher in der Nähe von der Station oder so. Das kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ja. Aber der Aufgabe haben wir uns ja schon gestellt. Ja, natürlich so, dass das ganz Feines, das wäre dann irgendwann noch so gegnerische Großkampfschiffe. Oh ja, habe ich eh noch nicht gebaut, so ein Riesenschiff. Ja, ja, also ich meine, wir haben ja noch viel, viel Kram, den wir machen und zeigen können. Da sind wir noch lange nicht fertig. Jetzt schaffen wir uns erstmal die unmittelbaren Bedrohungen vom Hals. Das ist ja der Sinn, warum wir das Ganze hier veranstalten. Das ist ja keine Juxendollerei, sondern das ist die unmittelbare Bedrohung auf dem Heimatplaneten. Und da müssen wir sozusagen erstmal sicheren Bau haben. Ja. Dulden hier keinen anderen. Ja. Warte mal kurz. Platzhirsch werden. So. Nichts zu hören. Nichts zu sehen. Keine Drohne. Alles gut. Sieht noch friedlich aus hier. Klein bisschen Paranoia habe ich dann schon. Ja, ist schon nicht verkehrt. Klein bisschen. Stück für Stück abgetragen, den ganzen Turm. Das gibt schönen Loot. Richtig. Ja, gut, was ich gelesen habe, jetzt so an Kritik vor allen Dingen, was die Großraumschiffe angeht, ist halt die Platten oder die Hüllenblöcke sind ja praktisch die gleichen. Ja, genau. Sind dementsprechend. Finde ich übrigens eine geile Idee. Ist eine super geile Idee. Aber sie können halt dementsprechend auch nicht mehr Treffer einstecken als in einem kleinen Schiff. Ja, und? Ja, gut, das ist dann halt primär erstmal ein größeres Ziel. Ja, ja. Und? Also, ich meine, man muss sich aber doch mal ein bisschen auf ja, das Spiel einlassen. Aber es ist halt deswegen nicht unbedingt kampfstärker als ein kleineres Schiff. Hat ja auch keiner behauptet. Oh, nö. Also, was will denn der allgemeine Spieler? Ja? Also, will er die Unverwundbarkeit? Da kann er doch gleich in Cheat-Modus gehen und sich alles holen. Das ist doch der Punkt. Ja? Ich muss doch mal überlegen, was ich denn eigentlich will. Ja, gut, aber man, dann hast, deswegen brauchst du nicht unbedingt ein Großraumschiff zu bauen, wenn es ein kleines genauso tut. Ja. Das ist halt die Überlegung. Da muss man halt einfach dann die Herausforderungen eben entsprechend erhöhen. Ah ja, ich sag und dann mal, eben auch Gegner praktisch einbauen, die halt nur mit so einem Schiff zu knacken sind. Ja, zum Beispiel. Ja, oder man überlegt sich, dass das Großraumschiff das einzige ist, mit dem ich das System verlassen kann. So, dann ist die Frage nach dem Großraumschiff direkt beendet. Und die Sinnhaftigkeit dessen ist ganz klar auf der Hand. Ja, ja, du kannst natürlich auch darauf verzichten, aber dann kommst du auch nicht weg aus dem System. Mhm. So, und dann kann man sich überlegen, ob man sagt, Großraumschiff ist nicht so toll. Doch, ist es. Ja. Und ob die Blöcke dann größer oder kleiner sind, interessiert dann auch keinen mehr. Da willst du nämlich eins haben, sonst hängst du fest auf dem System. Sicher. Wow. Es ist wie, genau. War ein Loch im Boot. Ja, ich weiß. Da bin ich auch schon rein. Das ist halt wie, warum sollte ich eine Base bauen? Ah ja, weil es da den großen Konstruktor gibt. Ganz einfach. Ja, sicher. Und deswegen ist... So. Machen wir das Ding ja hier fast weg. Ja, absolut. Nett. Spitzenmäßig. Das läuft aber auch. Also ein Dreier kannst du natürlich auch mit Schiffen angreifen. Respektive sogar mit zwei Schiffen. Da müssen wir dann an das andere Schiff statt MGs dann auch ein bisschen oder eine zusätzliche Bewaffnung hauen. Wenn es ein Raketenwerfer ist oder so, dass man dann zu zweit mit Schiffen machen kann. Das können wir auch machen für den nächsten Angriff. Mhm. Da bauen wir da noch ein, zwei Waffen dran und fällt. Ach, hier sind noch die Türme. Na gut, das kommt auch an. Haben wir jetzt hier noch einen Dreier auf dem Planeten? Also einen Gegner? Oder keine Ahnung. Ist da hinten nur noch dieser eine Turm? Das weiß ich nicht. Ja. Selbst einen einer Turm kannst du dann sozusagen geballt angreifen. Ist ja keine Schande. Sicher. Also ich schäme mich da nicht. So
sowas wie zu viel Feuerkraft gibt es nicht. Nee. Mann, oh Mann, hier wird aber auch... Der wahnsinnige Abbau. Ja. Naja, es muss halt sein. Weg damit. Boah, jetzt haben wir nichts mehr. Das ist halt den Vorteil, du siehst dann aus der Entfernung schon, oh, da ist noch ein Turm, den wir noch nicht hatten. Wenn das Ding steht als Turm, waren wir da noch nicht. So einfach ist das. Leichtestes Erkennungsmerkmal, sag ich da nur. Ach, wieder mal im Dunkeln. Ja. Und ich würde sagen, von der Zeit her sind wir auch wieder an einem Punkt, wo wir abmoderieren können. Wir werden das Ding jetzt noch komplett zerlegen, dann sehen wir uns auf der Basis wieder. Genau. Und da geht es dann weiter. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, gerne könnt ihr einen Daumen hoch lassen oder den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge. Ich sage tschüss. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alles klar, tschüss. Ciao.